Von wo kommt ihr her? Von da! Wussten Sie schon, dass in Hamburg über 180 Nationen leben? Daher ist Switch ins Leben gerufen worden. Switch will Vorurteile ab und Freundschaften aufbauen. Wir wollen Ihnen Switch vorstellen. Das Motto von Switch ist: Fremde sind Freunde, die wir noch nicht kennen. Ich habe Afghanistan repräsentiert. Ich war gestern zum ersten Mal in Afghanistan. Ich präsentiere eigentlich die USA, weil mein Vater rauskommt. Ich schenke heute meinen Gästen etwas Iranisches. Ich habe schon mal bei Switch mitgemacht, weil es mir Spaß macht, andere Kulturen kennenzulernen. Ich bin Aliki und meine Mutter ist Griechin. Nein. Vater kommt aus Südkorea und meine Mutter kommt aus Taiwan. Wir haben auch Pakistanisch geschrieben und in Taiwan haben wir auch Chinesisch geschrieben. Mandarin. Das Orange ist China und Südkorea ist hier. Das sind verschiedene Sachen, die sind also mit Mehl, Nüsse und auch Pistazien gemacht. Und die heißen Baklava. Baklava auf Arabisch. Ja. Mhm. Mhm. In Deutschland sind so viele, sag ich mal, Menschen aus verschiedenen Kulturen. Aber im Iran leben auch aus mehreren Kulturbereichen. Wie gesagt, Araber, Kurden, Türken. Im Iran sagt man, das sind eben Muslime. Das ist nicht richtig. Im Iran leben auch Christen, im Iran leben auch Juden. Was meinen Sie, wie viele verschiedene Nationen gibt es in Hamburg? Oh, ich würde mal schätzen, so vielleicht über 50. 35. Ja, über 100 würde ich mal sagen. 25. 6 Millionen. Milliarden. Ich komme aus Ghana. Ich komme aus dem Land Ägypten. USA. Japan. Indien. Willkommen zu Hause. Es war eine lange, lange Reise. Switch! 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 Bakmış koluna elin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Wir essen gleich was ganz Typisches, typisch Türkisches. Das heißt Börek. Wenn ihr in die Moschee rein wollt, dann müsst ihr erstmal die Schuhe aufziehen. Ja, also ich fand es ganz schön, das koreanische Essen vorzubereiten, weil es ist ja schon, es unterscheidet sich schon von dem deutschen und von dem griechischen Essen sehr. In Korea, das fand ich lustig, als wir das koreanische Spiel gespielt haben. Dann haben wir unseren Namen auf Japanisch hingeschrieben und Switch haben wir auch noch aufgeschrieben. Heute erstmal bei Amina zu Hause. Und dann haben wir auf dem Boden gegessen, wie die das in Ägypten machen. Und dann sind wir hierher gekommen. Dann sind wir gerade noch rumgegangen und haben echte Mumien gesehen, die richtig eingepackt waren. Dann haben wir uns gegruselt. Die Menschen zerfallen nach 20 Jahren in Staub und die Mumien, die leben über 1000 Jahre weiter. Und hier im Museum war ich überrascht, dass die Briefe in Indonesien halbe Bambusstöcke waren, wo die raufgeritzt hatten. Und die Häuser sehen auch besser aus, als wir es hier in Hamburg haben. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Mein Freund. Cantare, sono un italiano. Italiener mögen gerne süß, deswegen sind hier auch ganz viel Eise und Tiramisu.
Ich wusste auch nicht, dass es Italien so nah an Tunesien liegt. Was hast du vor dieser Reise über Italien gedacht? Dass viel Design wichtig ist und das ist auch wirklich wichtig hier. Und naja, das Erste, was mir einfällt, ist Pizza und Nudeln und Leonardo da Vinci. Die Witzgruppe war als Erstes in Deutschland. Das ist hier. Dann waren wir in Serbien, das ist da. In Iran, das ist das größte Land, wo wir bis jetzt waren. Warum tragen Sie ein Turban? Das gehört zu unserer Religion. Wir dürfen unsere Haare nicht schneiden und daher müssen wir auch einen Turban tragen. Gelesen wird dann auch Tatsache von rechts nach links. Und in Deutschland, da habe ich herausgefunden, dass die Frauen seit 1918, glaube ich, das Wahlrecht in Deutschland haben. Es gibt überhaupt keinen Teppich, der keine Bedeutung hat. Nachher ist mir aufgefallen, was ich alles noch nicht kannte und was es alles noch so gibt, wovon ich noch gar nichts gewusst habe. Was für Feste feiert ihr? Diwali. Das ist so ein buntes Fest, dann bewerft man sich mit Farben. In Russland ist das Weihnachtsfest anders. Da ist Weihnachten nicht das größte Fest, sondern Silvester. Und an Silvester gibt es auch die Geschenke. Es ist auch sehr interessant irgendwie, was in den anderen Ländern ist. Also, dass man das dann auch kennenlernt, weil so wäre ich ja eigentlich nicht drauf gekommen. Mir hat dieser Satz sehr gut gefallen. Fremde sind Freunde, die wir noch nicht kennen. Und ich glaube, der bringt das auf den Punkt, auch aus theologischer Sicht. Es gibt ja unzählige Geschichten in der Bibel, die genau davon handeln, dass man jemanden nicht aufgrund seines Andersseins oder Fremdseins verurteilt. Ich finde das gut, weil man lernt andere Länder kennen, über die man früher noch nichts gelernt hat oder gehört hat. Wir haben auch sehr viel über die Länder gelernt. Zum Beispiel, dass in Pakistan die Nationalfrucht eine Mango ist. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wer sich selbst und andere kennt, wird auch hier erkennen, Orient und Okzident sind nicht mehr zu trennen. Hallo, welcome to Scotland. Können Sie mir was über den Schottischen See erklären? Also es meinen schon viele Leute, das Ungeheuer von Loch Ness gesehen zu haben. Aber es gibt verschiedene Gründe, warum es dieses Monster nicht geben kann. Gibt es auch noch schottische Sportarten? Ja, Curling zum Beispiel haben die Schotten wirklich erfunden und die Steine sind auch aus Schottland. Und noch Rugby. Wie groß ist Venezuela? Dreimal größer als Deutschland. Gibt es noch Statuen, die ganz berühmt sind in eurem Land? Ja, zum Beispiel die Statue von Simon Bolivar. Da gibt es natürlich ganz viele. Simon Bolivar ist der Befreier Südamerika. Das war 1810. Also Baseball ist der Nationalsport von Venezuela. Und das spielen wir halt immer ganz gut. Awali heißt es auf unserer Sprache. Gelernt, dass die Menschen nicht so viel Fußball spielen, wie ich es mir gedacht habe. Ich habe zum ersten Mal Maultaschen gegessen. Was erwartest du von dieser Reise?
dass ich halt meine Vorurteile anderen Ländern nochmal abschaffen kann und dass ich mir andere Vorstellungen von den Ländern machen kann. Die Kinder haben sich so gefreut und Spaß gehabt und das ist der Hauptsache. Ich habe das als eine sehr gute Idee empfunden und ich glaube, die Kinder können viel voneinander lernen im Rahmen von diesem Programm. Ich finde das wirklich, ich bin ein großer Fan von Switch geworden. Also ich würde weiter empfehlen und öffnen Sie alle Türen und damit, dass die Kinder sich freuen und befreunden und dass das überhaupt Vorurteile für gegenüber anderen Nationalitäten abgebaut wird. Thank you.